Decke Sprünge, Stunts und Smashes auf der Karte. Tritt in Online-Challenges gegen Freunde an. Und vergiss nicht, dies ist bloß ein kleiner Teil von Paradise City. Die Vollversion wird im Januar 2008 veröffentlicht. Ich bin DJ Atomica, dein City Guide für die Straßen von Paradise City. Also, zuerst brauchen wir ein Bild für deinen Lernfahrausweis. Das reicht fürs Erste. Wenn du eine USB-Kamera hättest, wäre das Ganze persönlicher geworden. Mit dem Lernfahrausweis kannst du durch ganz Paradise City fahren. Komm, wir besorgen dir eine Karre auf dem Schrottplatz. Besseres als diesen Hunter Cavalry haben wir gerade nicht. Das ist ein Stuntauto für Sprünge und Spins, aber auch ein guter Allrounder. Perfekt für einen Anfänger wie dich. Das Auto ist ziemlich lediert. Such lieber eine Werkstatt auf und lass es reparieren, bevor du dich in die nächste Action stürzt. Wir haben die nächste Werkstatt in die Karte eingezeichnet. Sie ist direkt beim Angus Wharf. Mal sehen, ob die Karre anspringt. Halte das Gas gedrückt, um den Motor hochzupowern. Musst du alleine finden.
Tagesfester erfährst du, wie du dich im Vergleich zu den anderen Schaden hast.